Willkommen zurück bei Licht und Finsternis. So, weiter geht's in der Seitenspinnerhöhle. Ich habe zuletzt noch extra für euch kurz ein bisschen was aufgenommen, denn ich habe mich nochmal an diesen Muschelrätsel versucht. Und es fragt mich nicht warum, es hat jetzt urplötzlich geklappt. Ich war mir zwar sicher, dass ich das schon... Okay, ich sollte... ja, warum drücke ich eigentlich rum, wenn ich euch was erzähle? Okay, das war schon mal nichts. Egal. Ich habe einfach kurz den Weg abgekürzt zu diesem Muschelstrand und habe endlich dieses Rätsel gelöst. Ich meine zwar, das schon so versucht zu haben, vielleicht habe ich irgendwas Falsches gedrückt. Ich habe keine Ahnung. Doch, wir haben endlich was Interessantes bekommen und das möchte ich euch natürlich jetzt noch schnell zeigen. Zum einen, mal gucken, wir haben ein bisschen Gold bekommen und... Okay, hier ist das wohl schon mal nicht. Schlafampulle, Schatten... Wo ist das denn? Wundertrank? Nee, das ist es nicht. Es war doch etwas anderes. Genau, die Schrift der Heilung. Schrift der Heilung, TP plus 200 alle. Wow. Also das ist wirklich so eine Vollheilung für die ganze Gruppe, wie es scheint. Haben wir gleich zweimal, also... ein richtig schönes Boss-Item, denke ich mal. Wenn unsere Zauber... Heilungszauber nicht mehr ausreichen. Gut, des Weiteren haben wir noch eine Waffe bekommen. Ich glaube, diese Onyx-Hellebarde oder wie sie heißt. Das, denke ich, ist doch was für Viktor. Genau. Angriff 38 und es hat ein Onyx-Element. Gut, von den Werten ändert sich nichts. Es ist halt noch dieses Element dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie... in irgendeiner Weise noch was noch nützlich ist. Könnten Viktor noch... was mit dazugeben? Ich weiß nicht. Ist natürlich immer die Frage. Ich meine, wir sind hier mit, drei Charakteren immer unterwegs. Ob wir das mal ein bisschen abwechseln sollen oder so, mal schauen. Was hat es denn jetzt mit diesem Rätsel auf sich? Okay, grau, blau, nochmal blau. Das hat sich jetzt geändert, das finde ich ja sehr interessant. Okay, ich dachte, das erste Mal drücken hat nicht geklappt, aber anscheinend schon. Na gut, noch einmal. Rot, grün und grau. So, rot, grün und grau. Okay, jetzt haben wir da oben irgendwas gelb leuchtendes. Müssen wir das vielleicht dreimal hintereinander richtig machen? Könnte es sein. Okay, gelb. Dann nochmal weiß und gelb. Stopp. Gelb, weiß, gelb und rot. Gut, das war Nummer 2. Gelb, blau, grün, rot. Rot. So, okay. Gelb. Blau, grün und zweimal rot. Und dann sollten wir das haben. Jawohl, 50 EP erhalten und es erscheint eine Kiste. Gut, Viktor bekommt noch eine Stufe, sehr schön. Mal gucken, was gibt es denn Schönes? Eine Heilknolle, ein Amethystpeitsche. Okay, und 350 Gold. Na, ich denke, die Peitsche könnten wir auch gleich ausrüsten. Ist bestimmt etwas für Taria. Dornenpeitsche. Naja, von den Angriffswerten auch wieder gleich. Es hat halt wieder dieses Amethyst-Element. Ja gut, dann nehmen wir das halt. Ach, du bekommst das noch mit rein.
Und dann passt das. So, kurzer Save und weiter geht's. Ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher, wohin, muss ich gestehen. Ist schon wieder eine Weile her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Okay, da hinten funkelt etwas. Eine kleine Sackgasse. Ja gut, dann schauen wir mal. Scheint ja zumindest alles friedlich zu sein. Gelbmachel, okay. Ansonsten ist hier nichts. Na gut. Dann passt das soweit und gehen wir mal wieder zurück. Und da sind wir gekommen. Da drüben geht's nicht weiter. Dann nach oben mit uns. Hier zufällig was? Nein. Kleines Secret oder so. In der Nähe befindet sich ein kleines Dorf. Ich denke, es kann nicht schaden, wenn wir uns nochmal ausruhen, bevor wir in Richtung Blumenfelder aufbrechen. Also da sollten wir lieber nicht hingehen. Warum? Ist etwas mit dem Dorf nicht in Ordnung? Ich habe gehört, dass dort ein schrecklicher Dämon umgehen soll. Dann ist es unsere Pflicht, ihn zu bekämpfen. Selena hat recht. So ein Dämon ist kein Grund, das Dorf zu meiden. Mist, ich hoffe, sie merken nichts. Lea. Ich wollte euch nichts vormachen. Aber ich musste mir erst sicher sein, dass die Bruderschaft sich wirklich in Nerata trifft. Bevor ich euch etwas sagen konnte, haben sie schon mit der Zeremonie angefangen. Worum geht es dir eigentlich wirklich? Ich will verhindern, dass das Bannfeld gebrochen wird. In der Unterwelt würde Chaos ausbrechen, wenn jeder die Oberwelt betreten kann. Es tut mir leid, dass ich nicht von Anfang an die Wahrheit gesagt habe. Na gut, ich glaube dir. Lass uns darüber nicht weiter reden. Wie geht es nun weiter? In der Nähe ist ein kleines Dorf, das anscheinend von einem Dämon heimgesucht wird. Ich möchte den Dorfbewohnern helfen, ihn zu bekämpfen. Außerdem soll es hier in der Nähe doch diesen Händler geben, der einen Ausgrabungswettbewerb veranstaltet. Was hat das denn mit Dämonen zu tun? Gar nichts. Aber damit können wir unseren Geldbeutel ein wenig aufbessern. Weiter nördlich ist dann noch ein anderes Dorf, bevor die Blumenfelder beginnen. Entscheidet ihr, wohin wir zuerst gehen? Ja, und mit ihr meint er wohl mich, wie es aussieht. Was ist denn hier? Ich kann hier irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, irgendeine unsichtbare Säule oder so, keine Ahnung. Tja, wir sind jedenfalls aus der Höhle raus und mal gucken, wo uns der nächste Weg hinführt. Ah, Kundschaft! Ich habe doch gleich gewusst, dass es eine gute Idee gewesen ist, Dilvana hinter mir zu lassen und hier mein Glück zu versuchen. Was braucht ihr? Ach, ich glaube, das ist der Händler, den wir schon mal gesehen haben. So, wir gucken mal in die Gegenstände. Ich denke, Ausrüstung ist interessanter. Und wir haben jetzt schon schön Gold gesammelt. Ich glaube, das werden wir auch bei den Waffen los. Stimmt, ich glaube, ich wollte eh noch shoppen gehen. Das habe ich total vergessen. Ja gut, also, was Items angeht, sowas wie Heilung und so, glaube ich, haben wir genug, oder? 6 Heiltränke, Wurzel, Blaukraut. Gucken, Engelskraut haben wir erst gekauft. Pilzsaft. Mal gucken, allerhöchstens würde ich noch vielleicht den einen oder anderen Heiltrank kaufen. Aber erst einmal gucken wir, was er denn für Waffen und so hat. Ausrüstung.
So, ein Kristallschwert. Interessant. Okay, das habe ich aus Versehen jetzt schon gekauft, aber wollte ich jetzt nicht. Ich habe nur falsch gedrückt, aber zur Not hatte ich jetzt nochmal. Sichelklinge, Kriegskolben, Sichelhellebarde. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Waffen alle besser sind oder nicht. Ich habe jetzt bei den Werten eigentlich gar nicht geguckt, muss ich sagen. Ja, jetzt gucken wir einfach mal. Angriff 35. Was hat er jetzt uns gegeben? Dieses Kristallschwert war es doch. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Dann, was haben wir noch? Taria. Eine Amethystpeitsche, die hat sie ja erst bekommen. Sie hat Angriff 43. Mal gucken, ob sie da schon was Neues braucht. Die Frage ist, für wen ist das immer? Das kann ich natürlich auch nicht so genau sagen. Sichelklinge, Kriegskolben, Sichelhellebarde. Tja, wenn man jetzt da natürlich wüsste, für wen die Waffen immer sind. Kristallschwert. Jetzt gucken wir mal. Sichelklinge hat Angriff 42, Kolben hat 40 und Hellebarde 48. Möchte ich jetzt einfach mal vergleichen. Dass zum Beispiel die Amethystpeitsche ist gar nicht mal so schlecht. Können wir eigentlich noch behalten. Ein Silberkolben. Ich denke, den können wir austauschen. Ich denke, da brauchen wir jetzt diesen Streitkolben. Oder was das war. Angriff 34. Die Windklinge hat 32. Und die Onyx-Hellebarde, denke ich, passt noch. Also Windklinge und Silberkolben, mal gucken. Zur Not lade ich noch mehr. Ich meine, ich habe ja jetzt gespeichert und jetzt gucken wir einfach mal. Sichelklinge, glaube ich, brauchten wir nicht. Kriegskolben und Sichelhellebarde, hätte ich gesagt. Gut, kauf mir das mal und das mal. Das ist ja zum Glück eh nicht so teuer. Dann gibt es noch den Schuppenpanzer. Abwehr 14. Ja, mal gucken. Da wollte ich nicht rein. Nochmal in die Ausrüstung. So, du hast ja dieses Kristallschwert schon drin. Dornenpeitsche. Habe ich die jetzt gekauft, oder? Nee, ich glaube nicht. Stopp. Da glaube ich, habe ich noch nichts gekauft. Selena müssen wir gucken. Genau, der Kriegskolben ist ganz klar besser. Und, ach, ich rüste schon wieder falsch rum, ey. Ich komme nie mit der Steuerung so ganz klar. Lea hat die Windklinge. Traumklinge. Okay. Habe ich das jetzt gerade gekauft, oder wann habe ich das bekommen? Windklinge hat Angriff 32. Ja gut, wir rüsten natürlich die Traumklinge aus. Onyx-Hellebarde, das denke ich, sollte ja passen. Ne, wir können noch die Sichelhellebarde ausrüsten. Die ist ja um einiges besser. Gut. Okay, okay. Amethystpeitsche, Kriegskolben, Traumklinge. Ja gut, dann hat eh jeder was Neues bekommen. Ich hoffe, das passt soweit. Und ja, vielleicht können wir auch schon unser altes Zeug loswerden. Bernstein Langschwert.
genau, das sind unsere alten Waffen. Die können wir eigentlich verkaufen, oder? Ja, das Schwert Angriff 24 kann auch weg. Die Windklinge, eigentlich brauchen wir das alles nicht mehr. Hellebarde kann weg. Säbelklinge kann auf jeden Fall weg. Der Kolben kann weg. Onyx-Hellebarde. Wir haben ja eigentlich überall was Besseres. Silberkolben, Tilvanis-Säbel. Das können wir eigentlich alles verkaufen. Onyx-Hellebarde haben wir jetzt auch was Besseres. Dornenpeitsche. Also normalerweise kann ich ja das alles verkaufen, hätte ich gesagt. Wir haben jetzt überall was Besseres, aber ich hoffe, ich mache da keinen Fehler. Windklinge, ach, was soll's. So, weg ist das Zeug und wie, es ist auch das von meiner Ausrüstung weg. Also wenn sie das zulassen würden, dann schrei ich. Nein, das ist natürlich noch dabei. Kristallschwert. Amethystpeitsche, Kriegskolben und die Traumklinge. Ja gut, das wird jetzt schon passen. Wie sieht es denn mit den Rüstungen aus? Kettenrüstung, Angel, Abwehr 10. Abwehr 10, ich denke, da können wir auch nochmal reinkaufen. Abwehr 14. Und Abwehr 10. Ja, also die brauchen ganz klar neue Rüstungen. Wenn er denn was Besseres hat. Schuppenpanzer, Abwehr 14. Ja gut, ein bisschen besser ist er. Ich denke, das können wir uns leisten. Dann kaufen wir ihn halt 3-4 Mal. Eigentlich würden 3 reichen, aber gut. Einmal, zweimal, dreimal. Sollen wir ihn für die anderen beiden auch noch kaufen? Gute Frage. Ach, was soll's. So. Gut, nochmal ab ins Inventar. Du rüstest jetzt den Schuppenpanzer aus. So wie alle anderen auch. Gut, Taria. Ach, die hat schon einen Schuppenpanzer. Ich glaube, ich habe da jetzt einen zu viel gekauft. Egal, der Rest wird alles wieder verkauft. Schuppenpanzer. So, wunderbar. Sind wir alle gleich gekleidet. Armbändern zu, denke ich, passt. Und dann verkaufen wir noch die restlichen Sachen. Kristallschwert. Ja, ich habe einen Schuppenpanzer zu viel gekauft. Ich glaube, Taria hatte schon einen, deswegen. Schade. Aber wo sind denn die anderen Rüstungen? Die alten. Ach, da ist das Zeug. Genau, Kettenrüstung. Moment, ich überlege gerade. Nee, das wird schon passen. Gut, Kettenrüstung kann weg. Feenrüstung kann weg. Amethyst-Kettenrüstung kann eigentlich auch weg. Das ist unser Schuppenpanzer, den wir zu viel gekauft haben. Ja, die Kettenrüstung kann auch weg. Kettenrüstung kann weg. Jetzt haben wir nur noch den Schuppenpanzer. Gut. Genau, und das sind ja die Sachen, die wir kaufen können. Das passt schon so. Ja, sind wir neu gerüstet und zwei Wege haben wir jetzt zur Auswahl.
Mal gucken, wo wir als nächstes hingehen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Normale Handelsware, ja, der Klassiker. Ich würde sagen mal, wir gehen hier rüber. Da kommen wir gleich in eine Stadt. Prima, sei Dank. Endlich hat die Kirche jemanden zu uns geschickt. Ich habe gehört, euer Dorf wurde von einem Dämonen heimgesucht. Ja, vor 2 Tagen wurde unser Dorfschmied getötet. Er war zwar ein recht unangenehmer Zeitgenosse, aber so etwas hat er trotzdem nicht verdient. Woher willst du wissen, dass es ein Dämon gewesen ist? Wenn du die Leiche gesehen hast, wirst du mir zustimmen, junger Mann. Wir haben ihn noch nicht beerdigt, damit die Kirche den Leichnam vorher untersuchen kann. Führt mich bitte zur Leiche. Okay. Dort liegt er. Er sieht aus, als ob ihn etwas förmlich ausgesaugt hätte. Oh. Also das muss schon ein schrecklicher Dämon gewesen sein. Ach, die schon wieder, oder was? Dort sind sie! Tötet die Priesterin! Was? Seid ihr verrückt geworden? Tötet sie alle! Ey, was geht denn jetzt ab? Lasst sie brennen! Was sollen wir machen? Wir können doch nicht... Tiram, die Dorfbewohner waren vorher noch nie so aggressiv. Da stimmt etwas nicht. Ja, das merke ich auch. Als ob sie... Ah ja. Dort haben wir den Verantwortlichen. Er hat anscheinend die Dorfbewohner unter seine Kontrolle gebracht. Was für eine schändliche Tat. Woher hast du das gewusst? Dämonenjägerinstinkt. Wir müssen uns beeilen, bevor er die Dorfbewohner auf uns hetzt. Oh Mann, ja. Ein etwas ungünstiger Zeitpunkt, jetzt noch in einen Bosskampf zu kommen. Tja, ich würde sagen, trotz allem werde ich hier einfach mal ganz frech einen Cut einlegen. Und wie wir diesen Kampf bestreiten werden, werte Freunde, sehen wir erst das nächste Mal, wenn es wieder weitergeht, bei Licht und Finsternis.